Der DAX-Check am Donnerstag. Willkommen dazu und zurück aus dem Homeoffice. Sehr Thomas gut. Bergmann, schön, dass du wieder da bist. Ja. Wir sind auch nicht in ein Zeitloch gefallen oder so, wenn wir jetzt mal nach Frankfurt blicken auf die DAX-Tafel. Das ist wirklich der heutige Stand des DAX, den wir jetzt gleich eingeblendet sehen. Es wirkt schon richtig ungewohnt wieder. Also das ist jetzt nicht von vor 3 Jahren oder so, sondern von heute. 9.848, vierstellig, 5,7% wieder mal das Minus. Sag was dazu. Also der Magen ist etwas flau, also muss ich ganz klar sagen. Also das macht keinen großen Spaß mehr. Ja, Trump hat eine neue Eskalationsstufe gezündet, sage ich mal. Hat alle Europäer bis auf die Briten, warum auch immer, die Briten. Ich weiß gar nicht, wie viele Infizierte es da gibt, aber ja, auch schon im vierstelligen Bereich. Hat alle mit einem Einreisestopp belegt. Österreich schottet sich nach Süden ab, nach Italien. Ja. In Italien haben die Geschäfte zu, außer Supermärkte also, und Tankstellen. Und genau, Italien hat sich komplett stillgelegt. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, dann wird es in Deutschland wahrscheinlich auch so weit kommen. Also das öffentliche Leben wird ein paar Wochen wahrscheinlich still stehen. Und dann muss man abwarten, wie viele Wochen da den Firmen dann letztendlich fehlen. Man muss abwarten, was an Pleitewellen auf uns zukommt. Das ist also, ich habe alles erwartet, aber dann, das übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Wir sind jetzt bei 9,8, das heißt, wir haben 4.000 Punkte verloren, 30%. Nicht mal 3 Wochen. Nicht mal 3 Wochen. Zweifall beinahe. Das ist, ein Crash. Definitiv. Wir können uns auch gar nicht mehr, wir können jetzt weit zurückschalten, leider haben wir ja nur 3 Jahrescharts. Wie gesagt, vielleicht einmal. Ja, einmal können wir doch, dann sehen wir zumindest das Tief. Genau, Ende also 2018. Das war ja so die letzte Bastion, die wir hatten im Bereich 10,280, auch Makulatur. Wie gesagt, jetzt müssten wir noch weiter zurück. 2016, Februar 2016, 9,290 auf Schlusskursbasis ist die nächste Unterstützung. Ich will es nicht ausschließen, also das kann auf jeden Fall passieren. Uns fehlen ja auch die Erholungsphasen. In Amerika haben wir immerhin letzte Woche plus 2% auf Wochensicht und diese Woche auch am Montag. Man hat zwischendrin immer mal kurze Erholungsphasen gehabt. Aber naja, aber die halten ja nicht mal einen Handelstag lang meistens. Genau, das ist meistens dann auch nach ein paar Stunden wieder Makulatur. Ja, mir fehlen etwas die Worte, weil dieses Ausmaß, diesen schwarzen Schwan, das ist ein schwarzer Schwan, braucht man nicht drüber reden. Jeden Tag ist so eine neue Steigerung. Man denkt immer so, jetzt muss er mal an Meldungen, an Ereignisse. Naja, ich sag mal so, orientieren wir uns an Italien, dann sehen wir, was auf uns noch zukommen kann. Ich wüsste nicht, was jetzt noch die Steigerung dann ist. Die Leute sollen zu Hause bleiben, sollen nicht in die Geschäfte gehen. Also. Ja. Wenn sie noch im Internet bestellt, Essen und sowas vielleicht? Ja. Also schwierig. Ganz, ganz schwierig. Na gut, blicken wir. Wir können nichts anderes machen, als auf die Fakten zu blicken, zu mutmaßen. Ja, wir haben ja beim Aktionär. Jetzt sind 6%. Ja, genau. Wir haben ja beim Aktionär einen Abstaubelimit gelegt. Weil wir gesagt haben, das kann jetzt so schnell mal nach unten gehen, da kannst du so schnell wahrscheinlich gar nicht reagieren. Das liegt bei 9,5 etwa. Okay. Alle weiteren Infos dazu im aktuellen Heft. Aber da schaut er noch aus, dass wir das relativ zügig erreichen. Ja, Stand jetzt sieht es definitiv danach aus. Wir blicken morgen wieder auf die DAX-Tafel, mal gucken, was noch passiert. Vielleicht sehen wir mal die andere Bewegung, dass wir negativ in den Tag starten oder sich im Laufe des Tages wenigstens. Ja, ich sag mal, 6%, da ist schon die Wahrscheinlichkeit mal da, dass wir auch mal 200-300 Punkte aus dem Stand gewinnen. Ja. Die implizite Vola für den DAX, die liegt ja bei, also ich habe heute noch nicht geschaut, am Freitag waren es, gestern waren es 52%. Ich nehme mal an, dass wir mittlerweile bei 60% sind und das heißt, der DAX, die Anleger rechnen da mit Schwankungen von 1.600 bis 1.800 Punkten innerhalb der nächsten 30 Tage. Ich kann mir vorstellen, dass die Volatilität noch weiter steigt. Okay, dann war es das für heute. Dankeschön, Thomas. Sehr gerne. Und danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal.